Ist das wahre Liebe oder einfach nur krank? Was dieser Typ gemacht hat, wird euch eine Gänsehaut verschaffen. Hallo zusammen. Heute geht es um den deutschen Wissenschaftler Karl Tenzler. In den 1930er Jahren hat er seine große Liebe über den Tod hinaus die Treue gehalten. Doch wie er das gemacht hat. Fangen wir von vorne an. 1930 arbeitete er in einem Militärkrankenhaus als Röntgentechniker. Dort lernte er die aus Kuba stammende 21-jährige Elena kennen, die Zweck seiner Untersuchung im Krankenhaus ist. Tenzler behauptete, er hat sie schon früher in Träumen und Visionen gesehen. Er empfindet es als Zeichen und verliebt sich sofort in sie und er muss sie haben. Zu dem Zeitpunkt war sie aber verheiratet und die 21-Jährige hatte kein Interesse an dem 53-jährigen Tenzler. Als Elena Anfang 1931 an Tuberkulose erkrankte, tut er alles in seiner Macht Stehende, um sie zu retten. Er ist kein Arzt, doch er wendet sein selbst erworbenes Wissen an und bringt sein ganzes Geld auf, um sie zu retten. Doch ihm gelingt es nicht und Elena starb dann im Alter von nur 23 Jahren. Er ist am Boden zerstört und zahlt die Beerdigung und er überredet die Familie, ein Mausoleum zu errichten, wo er jeden Abend trauerte. Man muss hierbei noch dazu sagen, er kannte sie nicht mal richtig. Also echt seltsam, wie er dann reagierte. Doch das jeden Abend Trauern reicht ihm nicht. Eines Abends im April 1934, 2 Jahre nach ihrem Tod, schleicht er sich auf den Friedhof und entwendete die Leiche von Elena. Er meinte später, angeblich hat es ihm ihre Stimme befohlen. Zu Hause angekommen, stabilisierte die Leiche mit Kleiderbügeln und Stricken. Die verweselten Augen ersetzte er durch Glasaugen und die verwesende Haut ersetzte er mit Seide, die mit Wachs und Gips verstärkt wurde. Er zieht ihr Kleider an und legt sie in sein Bett. Um den Verwesungsgeruch zu überdecken, benutzt er Konservierungsmittel und riesige Mengen an Parfum. Von nun an schläft er Tag für Tag neben der Leiche Elenas. Erst 1940 fliegt das Ganze auf, nachdem Elenas Schwester Gerüchten auf den Grund ging und ihn zur Rede stellte. Sie stürmt in seine Wohnung und ist entsetzt. Ihre tote Schwester liegt in seinem Bett. Tenzler wird hiermit sofort verhaftet. Vor der Gerichtsverhandlung attestieren ihm Psychologen geistiger Gesundheit zu und so wird er schließlich wegen Leichenraub und Störung der Totenruhe sowie Vandalismus angeklagt. Da diese Vergehen zum Zeitpunkt der Verhandlung in Florida allerdings verjährt waren, musste er freigesprochen werden. Was zum Teufel? Später zieht er in eine andere Stadt und verbringt ein friedliches, unauffälliges Leben. Seine Besessenheit endet jedoch nicht damit. Als er 1952 tot aufgefunden wird, hielt er eng umschlungen ein Bild von Elena in den Armen. Was haltet ihr von dieser Liebesgeschichte? Warum war er so besessen von ihr, obwohl er sie kaum kannte? Was hat es mit diesen angeblichen Visionen und Träumen zu tun, die er hatte, bevor er sie überhaupt gesehen hatte? Wieso kommt er über 20 Jahre nicht von ihr los? Und wie kommt man bitte auf die Idee, neben der Leiche 6 Jahre lang zu schlafen? Es ist einfach nur krank und ich will nicht wissen, wie sich die Schwester dabei gefühlt hat, ihre tote Schwester in seinem Bett zu finden. Außerdem, warum sie damals die Strafe so schnell verjährt? Wir reden hier von nur 6 Jahren. Ich finde es irgendwie ungerecht, dass er nicht mal irgendeine Strafe erhalten hatte und einfach noch sein Leben gechillt hat. Was auch seltsam ist, er hatte die Visionen und sogar ihre Stimme hat es ihm befohlen, sie auszugraben und mit nach Hause zu nehmen, aber die Psychologen erklärten ihn für geistig gesund. Denkt ihr, er war vielleicht irgendwie von einem Geist oder Dämon besessen? Oder hat wirklich der Geist von Elena ihn dazu überredet? Vielleicht, weil sie ihm so dankbar war, dass er alles, was er konnte, getan hatte, um sie zu retten? Oder war er einfach nur ein kranker Typ, der auf Leichen steht? Wir werden wohl nie erfahren, was dort wirklich vor sich ging. Aber schreibt mir unbedingt eure Meinung dazu in die Kommentare
Es interessiert mich brennend, was ihr davon haltet. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr in so eine Richtung sehen wollt, dann lasst einen Daumen hoch da, teilt das Video unbedingt mit euren Freunden und abonniert, wenn ihr noch nicht habt, um nichts mehr zu verpassen. Danke und bis zum nächsten Mal. Willkommen auf der Endcard. Links gelangt ihr zu einer japanischen Puppe, der echtes menschliches Haar wächst, und rechts gelangt ihr zu dem mysteriösen Video Muerte. Viel Spaß!